Nachfolgend zeige ich Ihnen, wie Sie die Möglichkeit haben zu sehen, dass in Ihrem Lernraum ein neues Dokument eingestellt worden ist, ohne dass Sie den Lernraum selbst betreten müssen. Dazu werde ich jetzt aus Dozentenperspektive erst einmal ein neues Dokument einstellen. Ich klicke in einen Kurs und stelle dies beispielsweise in diesem Ordner zur Verfügung. Eine neue Datei. Und lade hier beispielsweise diese Textdatei hoch. Ah, wobei, vielleicht noch irgendwas. Hier, das Glossar-PDF lade ich hoch. So, es ist jetzt hier eingestellt. Und jeder Studierende, der in diesem Lernraum eingeschrieben ist, also in dem Lernraum EDV und Medienkompetenz, kann nun sehen, dass ein neues Dokument hier eingestellt worden ist, und zwar auf seinem persönlichen Schreibtisch. Ich klicke hierzu mal auf den persönlichen Schreibtisch. Und Sie sehen hier Kurs EDV Medienkompetenzen. Es wurden 3 Dateien hinzugefügt, steht dort, weil es die letzten 2 Tage betrifft, in denen was passiert ist in diesem Lernraum. Diesen Zeitraum kann man selber verändern unter Einstellungen und kann hier entsprechend die Tage hoch- oder runterschrauben, wobei 2 Tage eben schon der kleinste Zeitraum an der Stelle ist. Ich kann auch sagen, die letzten 5 Tage, speichere das und bekomme dann hier noch, wie Sie sehen, weitere Informationen angezeigt. Hier finden sich übrigens auch die Foreneinträge. Also wenn in einem Kursraum ein Forum vorhanden ist und es wurde ein neuer Forenbeitrag eingestellt und Sie haben dieses Forum abonniert, dazu gibt es einen Button oberhalb des Forums, um das zu tun, dann bekommen Sie hier die entsprechende Info angezeigt.